Herzlich willkommen in Antipolis. Heute möchte ich euch die große Halle des Volkes vorstellen. Das ist dieses Monstrum hier vor uns. Ein mehrfacher Kuppelbau und ist sowas in der Art wie ein Community Center. Im Hauptbereich und auf der Hauptetage gibt es eine große Halle. Daher der Name. An den Wänden findet ihr alte Schriftzeichen in der Sprache Ancient über die Idee und Bedeutung. Ja, da könnt ihr hier einfach mal gucken. Die sind jetzt verkehrt umgeschrieben. Könnt ihr mal selbst entziffern, wenn ihr das wollt. So, hier im Anguck in der großen Halle unten gibt es eine kleine Versammlungsecke. Kann man zum Beispiel Touristenführungen starten, ja, oder auch die neuesten News verbreiten für die Bürger. So, als erstes machen wir einen kleinen Gang nach unten. Das Untergeschoss ist noch nicht ganz komplett fertig. Hier ist einmal ein Eingang von einem Kanal. Dieser führt einmal komplett durch die Stadt. Und man kann so direkt in die Sportstadt von hier fahren. Hier gibt es noch einen Weg ins Lager, was allerdings nicht ganz fertig ist und auch nicht so oft genutzt wird. Huch, eine Schlucht. Aber scheint hier niemanden zu stören. Alles super. Hier gibt es noch eine kleine Halle. Die führt in den Botschaftsbereich. Dieser ist allerdings auch noch nicht fertig. Hier noch ein Geheimweg, der wohin führt. Und hier ganz am Ende gibt es einen Ankunftsbereich für die Bootsfahrer, die übers Meer kommen. Die fallen dann einfach den Wasserfall runter und sind da. Ja, hier ist noch nicht ganz fertig. Hier wird noch ein Verwaltungsbereich integriert. Wenn man hier oben rausgeht, verlässt man das Gebäude. Man kann entweder über diesen Gang hier oder hier raus auf die Regierungshalbinsel. Aber das wollen wir jetzt mal nicht machen. Wir bleiben hier drin. Wir gehen in die nächste Etage und erreichen hier den Thronsaal. Ja, das Besondere an diesem Thron, dass er nicht nur aus Smaragden, Diamanten und Gold besteht, nein, es sind vier Throne. Was die Bedeutung davon ist, das könnt ihr hier selbst in der Stadt einmal erkunden. Dann steht der Thron genau in der Mitte des Gebäudes, unter einer riesigen Kuppel. Die können wir uns auch noch von weiter oben anschauen. Dazu benutzen wir hier mal die Treppe an der Seite. Hier ein bisschen schauen, ja, dort hinten, das schauen wir uns auch gleich noch an. Und hier hoch, ein kleines Schlafquartier. Und dann hat man hier einen kleinen Rundgang. Schneller, das sehen. Und hier geht es zum offenen Meer. Das ist der Ankunftsbereich der Besucher. Dort unten links ist der Wasserfall dann. Hier auf der rechten Seite seht ihr den Kanal. So, und wenn man hier links hoch geht,
Kern der Stadt auf einen wunderbaren Blick über ihre Stadt. Dort hinten gibt es ein ägyptisches Viertel, das nennt sich Hor. Das könnt ihr auch mal erkunden. Hier gleich vorne dieses orange Sandsteingebäude. Das ist Little Uruk. Und dort hinter ist noch ein Ziggurat, der Mesomarkt. Und hier gibt es nur einfach einen Kuppelbau. Und hier sieht man auch nochmal den Rest der Stadt. Ja, das Botschaftsviertel ist noch leer und eine Baumfarm. Dort hinten kommt der Asia-Bereich hin. Damit bedanke ich mich bei euch. Tschüss.